So, wie passend. Weekly Vlog Nummer 3 rendert gerade. Und da kann ich sagen, let's go mit dem Weekly Vlog Nummer 4. Ja, let's go. So, Kinders, eben ist nochmal DHL hier rein spaziert. Hier ist die Kamera, hier oben im Oberste. Drückt uns die Daumen, dass die Odyssee jetzt ein Ende hat. Ja, so, im Reparaturbericht stand, dass das Objektiv komplett getauscht wurde, die Leiterplatten justiert und auf Funktionstüchtigkeit, Fähigkeit geprüft. Und ja, so wieder alles funktioniert. Ich schieße jetzt mal einen Akku rein und eine SD-Karte. Und dann bin ich mega glücklich, dass wir sie doch mitnehmen können jetzt. So, hier haben wir jetzt quasi schon fast alles zusammengepackt. Bisschen Elektronik hier im Rucksack. Den benutzen wir auch, wenn wir dann quasi dort vor Ort unterwegs sind. In der Stadt kann man hier schön die Drohne reinmachen. Immer Laptop, dies, das. Hier ist auch noch die Drohne. GoPros darf, weil diesmal habe ich mal drauf geachtet, dass ich auch das Geschirr vom Harrison mitnehme. Dass man den quasi auch die Cam hinten auf den Rücken packen kann. Ansonsten gehört jetzt die Bude noch gesaugt, gewischt. Koffer ist gepackt. Jenny hat da richtig Gas gegeben, war ich so. Und dann geht's auf den Birthday. Es geht nach Austria. Harrison. Harrison. Hey, wir machen eine Reise. Harrison, wir machen eine Reise. Harrison, wir machen eine Reise. So, hier ist schon an Stuttgart vorbei. Der macht kurz Pipi. Und dann sind wir auch schon weiter. So, welcome to Innsbruck. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Messe Innsbruck, zu unserem Forever Kickoff 2024. Tag 2, Tag 1 waren wir jetzt leider nicht dabei. Und ja, also die Berge, es ist jetzt ein bisschen wolkig, aber man kann die Berge erkennen. Und das ist so eigentlich, finde ich, das Schönste an Österreich. Die Berge, war so schön. Ja. Siehst du heute nicht? Der muss Fahrtenbuch führen, der ist verdonnert sein Fahrtenbuch. Alter, so sehen Happy Faces aus, Alter. Oder Facebook oder in 101. Guck, was die gepostet haben. Und ich dachte, wow, cool, das passt so voll zu den beiden und das sind die. So, und dann kam das erste Foto. Erinnert ihr euch? Dann kam das Foto, wo die gezeigt haben, die Melina ist schwanger. Hi. Mit dem Leben der Frau. Hey, Liane, ich habe mir zwei Anzüge schneiden lassen. Jetzt such mal deine Outfits nach meinem. Ich so. Er kennt beide Seiten, er kennt unser Leben dank Forever und er kennt das Leben von vorher als Mama oder als Eltern. Sie kennt nur das Leben mit Forever. Das heißt, ja, sind wir alle dabei, ne? Ja. Also Maike, ganz kurz, wie war das für dich damals, wo ich arbeiten war, wie hat sich das Leben verändert? Und do it! It's your forever journey!
sind wir hier. Frozen, komm, der Sommer macht ein Foto von uns. Wenn man was noch gekriegt hat, kriegt man 5 Euro Versand geschenkt. Weil ich wollte es mit euch, ich mag es hier lieber ähnlich. Nein. Das war ein schlecht, wenn wir da rufen. Oh, Bubble Lip. Weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Schatz, wie geht denn das? Muss ich wieder oben drauf drehen. Genau, Mike. Mach mal, Mike, her. Steht ihr da, oder was? Ja. Ja, aber okay, wird wohl länger dauern. Komm, stell dich drauf, der Doma rennt drumherum. Ist er selber, oder? Selber Effekt, oder nicht? Das musst du doch anklicken, dann machst du die Kamera oben rein. Das ist der Beobachter. Erzähl mir doch nichts an, ne? Was ist es? Ich gehöre noch zum Alter, wo man improvisiert. Hier, was hast denn du? Einfach aufstellen. Ja, einfach aufstellen. Zu dritt. Ein bisschen lächeln, ein bisschen bewegen, ein bisschen Action machen. Jawohl. Ist das nicht geil mit den ganzen Bergen? So, ich weiß gar nicht, ob es eine Aufnahme vom Apartment gemacht hat, aber hier nochmal der View vom Balkonia. Richtig nice. So, googelt dann, ne? Was ist denn los? Chicken. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Rosis Alm in Kitzbühel. Sonnenbergstube. Ja, die Sonnenbergstube. Wir waren ja früher jedes Jahr in Kitzbühel, also vor Corona waren wir jedes Jahr in Kitzbühel Skifahren. Und war da natürlich auch immer bei Rosi auf der Alm. Die hat die wirklich der beste Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröstern oder wie das heißt. Auf jeden Fall haben wir auch einmal sogar bei der Rosi geschlafen. Also die hat ein mega gutes Frühstück gehabt dort. Und dort oben ist ja auch die Bischelalm. Da haben wir auch einmal übernachtet. Das war echt mega dort oben. Also eine Aussicht, eine Ruhe, eine Luft. Aber der Nachteil war, dass man um 17 Uhr mit der letzten Gondel hoch musste. Weil sonst wäre man nicht mehr hochgekommen. Also hier erstmal einmal kurz gucken, ob jemand kommt. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, wenn wir schon hier in der Nähe sind, müssen wir unbedingt nochmal zur Rosi kommen und meiner Mutter hier essen gehen. Also ich denke, da noch mal ein bisschen filmen da oben. Ist halt nur schade, dass es schon dunkel ist. Ja, vielleicht, ja. Weil die Terrasse, da konnte man Ich kann nicht runtergucken. Ich kann nicht runtergucken. Ja. Filmen aus. War auf jeden Fall immer mega, dort auf der Terrasse zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Da
Das können wir jetzt natürlich nicht bei dem Dunklen, aber ja, zumindest können wir das gute Essen genießen und die Sonnenbergstube an sich anschauen mit ihren ganzen Steifkuscheltieren, die sie sammelt und mit den ganzen Bildern von den Promis, die da schon waren quasi. Guck mal, den Lift haben wir genommen. So, I'm not taking my hood. Wir sind hier. Rosies. Ich dachte schon, nein, ich habe selber zwei Hunde. Und die sind im Auto. Und sie haben auch ein weißes Auto. Und ich dachte schon, das wäre meins. Aber ich lasse meine zwei Hunde jetzt raus. Wir gehen wieder rein. Ja, ich auch. Gib mir das. So, Kinas, wir haben es jetzt hochgeschafft. Ich habe einen Bärenhunger. Und let's go. Sheila. Also hier geht's quasi los. Wo sitzt du? Hier. Jane, wo sitzt du? Ich sitze an der Ecke. Okay. Was ist Skiwasser? Das ist meist so im Himbeersirup. Himbeersirup-Schorle, so mäßig. Der Oma mag das. Aber ich denke, das Skiwasser. Was hat sie gesagt? Das Internet spinnt, deswegen gibt es ab und zu das Radio an. So, idemo kući. Idemo. Idemo. Kannst du mal kurz zu Harrison gehen? Okay. Oh, Harrison, bitte. Du eine schnelle Bewertung abgeben. Ja, also Rosis Sonnenbergstube ist einmalig. Ich würde empfehlen, am Tag hierher zu kommen und auf der Terrasse zu sitzen, weil es eine einmalige Aussicht ist und der Almdudler dann auch einfach besser schmeckt. Achtung, Achtung. Oldschool-Hund sozusagen. Ein Comeback. Ja, ich hoffe es doch. Ja, also wir haben ja schon mal hier übernachtet. Das Frühstück ist auch grandios. Und Mama, guck. Komm hier. Guck mal, wir sind hier mit der Gondel gefahren bis ganz da hoch. Da oben. Also nochmal so hoch, wie wir gefahren sind. Ein Fazit, wie viele Punkte gibst du? Hat dir geschmeckt? 10, würde ich sagen. 10 von 10. 10 von 10. So, Chicken, I haven't eaten yet. So saftig und knackig. Haben wir geschlafen. In der Dunkelst? Hey, ich auch. Du siehst doch da, der Berg. Ja. Da oben ist die Alm. Wo ist dann der Kran? Hier. So, Bewertung geht weiter. Also ich hatte das Tiroler Geröstel. Das ist eine Eisenpfanne. Habt ihr gesehen, mit Bratkartoffeln und Ei und Fleisch. Erzähl weiter. Ja, also auf jeden Fall 10. Das war echt lecker. Vor allem der Krautsalat. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Krautsalat gegessen, außer von deiner Mutter, muss man sagen. Also der war einmalig, das Geröstel auch eine 10. Und der Kaiserschmarrn hier, muss ich wirklich sagen, in Verbindung mit diesem Vanilleeis und diesem Zwetschgen, wie nennt man das? Zwetschgen. Es ist kein Pflaumenmus, das ist irgendwie so mit Stücken drin, auf jeden Fall. Das Beste, was ich wirklich, also deswegen bin ich auch hierher gekommen, extra um das zu essen, weil das hier das Beste ist, also 10 auf jeden Fall. Und das Vanilleeis war so gut, das habe ich schon nie gegessen. Ja, das stimmt. Ja. Ich nehme dich.
Genau, da muss ich von vorne. Also der Schnitzel war 10 von 10. Da wurde das Fleisch auch schön gewürzt. Das machen sie normal nicht. Dann hatte ich einen Krautsalat von dir. Und das Pasta von mir. Super. Zähne. Zähne. Die Cola war die Cola halt, aber der Rest waren Zähne. Aber ja. Der Kaffee war auch sehr gut. Ja, der Kaffee war Schmackofatz. Und der Almdudler, wie gesagt, der schmeckt tausend. Ja, aber ich trinke Almdudler nicht gern. Also deswegen. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, aber nicht nur hier, sondern auch bei der Veranstaltung. Es war zu warm, da hat man den Eindruck, die wollen Getränke verkaufen. Ja, es war schon arschig warm, ne? Also Intimschweiß ist da. Ich hab doch schon gesagt. 10 von 10. Die hat noch nie so einen Salted Chicken. Oh, Chicken is a bit angry. Oh ja, wie oft muss man sagen? Jackie Chan. Ich sag immer Jackie Chan. Bruce Lee muss ich sagen. So. Bei der Rosie sind wir jetzt runter vom Berg und jetzt fahren wir Richtung Stadt. Wenn man das Stadt nennen kann, eher nett. Ich wollte wenigstens meiner Mutter mal das Schatzi-Café von außen zeigen. Also wenn wir mal kurz an die Hahnekammbahn fahren. Ja, kann man auch machen. Das ist ja hier alles nicht groß, das ist ja alles so um the corner. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall waren wir hier einmal im Jahr zum Skifahren, bevor das ganze Corona-Dilemma angefangen hat. Und ja, waren dann oben am Hahnenkamm Skifahren, aber nicht die Hahnenkamm-Strecke, das haben wir nur einmal gemacht, sondern da gibt es hintenrum eine Strecke, die ist einfacher, wobei ich sagen muss, also so einfach ist die auch nicht, meiner Meinung nach. Also da sind schon zwei steile Hänge dabei, mein lieber Mann. Ja, also, aber prinzipiell brauchst du jetzt hier im St. Johann, wo wir sind, oder Kitzbühel, da musst du schon gut Skifahren können. Ne? Da ist blau, nicht rot, nicht rot. Ne? Das ist schon anspruchsvoll hier. Das ist schon krass hier, das stimmt. Also hier ist auch halt das bekannte, berühmte Hahnekammrennen. Ja. Auch. Ja, die meisten sagen, voll teuer und keine Ahnung, aber ganz ehrlich, wenn nicht gerade Hahnenkammrennen ist, ist es hier auch, würde ich sagen, ganz normales Skigebiet. Vielleicht gibt es auch günstigere, ich habe keine Ahnung, weil wir immer nur hier waren, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man nach St. Moritz fährt, ist definitiv noch teurer oder generell die Schweiz ist mega teuer. Also ich glaube, das ist hier schon ganz okay. Im Vergleich auch, klar gibt es ja auch noch Kaprun und Ischgl und weiß der Kuckuck, ist ja auch noch bekannt. Aber wir waren immer hier, ich weiß auch nicht. Wir sind hier irgendwie hängen geblieben, wir haben uns hier irgendwie. Das erste Mal waren wir im Sporthotel. Genau, da waren wir hier im Sporthotel. Das zweite Mal waren wir auf der Bischelalm. Das dritte Mal waren wir auf Rosis Alm. Und das vierte Mal waren wir am Wilden Kaiser, heißt das Skigebiet, glaube ich. Oh, war ein paar Kilometer außerhalb. In so einem Chalet, also hatten so ein eigenes Chalet und sind dann aber trotzdem hierher gefahren. War voll komisch, das Ganze ohne Schnee zu sehen, ne? Ja, das ist voll befremdlich. Also ich kenne es auch wirklich nur mit Schnee, obwohl es jetzt wirklich Februar ist. Also, normalerweise Highlife, ne? Ist doch echt komisch, gell, dass gar kein Schnee ist. Also hier geht es hoch zur Bahn. Ja. Also wie gesagt, das ist ein kleines Dorf. Da haben wir auch mal die Skier geliehen, ne? Ja, an der Bahn. Und immer Kids-Sport-Klamotten gekauft. Oh, die Schranke ist neu. Die gab es nicht. Nee, doch, die gab es schon. Ja? Ja. Hier ist es, ne? Ja. Hier haben wir immer die Skier geliehen. Und da unten in dem Sport-Store haben wir uns immer diese Kids-Klamotten gekauft. Ja, stimmt. Oder hier gibt es auch welche. Da haben wir als geparkt, da unten. Saale. Also wir sind gefahren. Und Karl, sein Bruder, hat hier beim Abrisski, ne, gearbeitet, der Hugo. Ja, haben immer noch, auch mal getroffen. Und wo ist jetzt Monsieur Schatzi? Und ich weiß, das erste Mal, glaube ich, waren wir auch über Chinesisch Neujahr hier. Und da waren wir hier beim Asiaten essen. Ach, das war aber nichts. Nee, das hat nicht geschmeckt. Aber das war, hier war der Carlos auch immer im Aquabad hier. Ja? Ja, hier. Aqua Arena, ja, das Schwimmbad. Mhm. Also wir waren hier immer im Schatzi-Café mittags, einen Kaffee und so ein kleines Süßteil essen. Also jetzt kommen wir quasi schon zum Stadtkern, ne? Wir waren immer beim Eggerwirt essen oder auf Rosis Alm. Bei dem McDonald's waren wir auch noch nie. Hier auch nicht. Der Asiate war hier, oder? Der muss hier irgendwo gewesen sein, der Asiate gleich.
ja? Ja. Das Schatzi-Café, hier ist der eine Parkplatz, genau, hier ist der Asiate hier links. Nee, ist ah, ja. Wo ist dann die Schatzi-Café? Hier ist Shanghai. Zhonghe. Und jetzt geht es hier rüber zum LKW bzw. zum Schatzi-Café. Ja, genau, durch diese Brücke hier durch. Und da gibt es auch noch so, glaube ich, so einen Krustaladen, gell? Ja. Ja. Wir haben uns ja auch vorgenommen, euch ein bisschen mehr Gegend zu zeigen und nicht nur immer unser Gequake da. Also jetzt habt ihr Gequake mit Gegend. Aussteiger. Also hier ist der Eggerwirt und hier ist Schatzi Café. Und hier ist der Eggerwirt. Ja. Ist gemütlich, ja. Schade, dass es zu ist, aber das macht schon um 17 Uhr zu. Und hier der Eggerwirt hat sehr gutes Schnitzel mit Erdäpfel-Vogelsalat. Und hier in der Weinstube waren wir Baumer essen, ne? Weil der Eggerwirt zu hatte. Das war auch sehr lecker, ja. Das war, glaube ich, auch da, wo wir auf der Bischelalm waren, oder? Ja. Oder auf Rosis Alm, besser gesagt. Pizzeria Trattoria. Also Pizza essen waren wir tatsächlich hier noch nie. Also ich weiß nicht, in Österreich gibt es so tolles Essen, da muss man, also meiner Meinung nach, muss man da nicht. Nee. So, zurückgekommen aus Kitzbühel hier im Apartment. Gehen wir jetzt schön in gute Nacht. Bis morgen. Morgen geht weiter mit die ganze. Was soll ich sagen? Jetzt haben wir 22 Uhr, jetzt bin ich offiziell 38 Stunden wach. 38 Stunden, ab ins Bett. Kleine Massage noch und dann tschüss, tschüss, tschüss. Harrison, du noch was zu sagen? Nö. Aide, Lakunoj. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Gestern Abend um 11 Uhr waren wir, glaube ich, da, haben natürlich noch alle Koffer ausgepackt, Harrison gefüttert, wie sich das so gehört und ja, sind dann todmüde, würde ich sagen, ins Bett gefallen. Ja, heute haben wir natürlich vieles zu erledigen, also vieles aufzuholen, was jetzt liegen geblieben ist, an Arbeit einfach und natürlich an Lernen. Und ja, Hundeschule entfällt heute aus Grund von Krankheit, deswegen können wir da auch ein bisschen, sag ich mal, entspannter an die Sache rangehen, weil ja, der Opa ist heute auch. So, new day, new action, also gestern habe ich ja versucht, hier ein bisschen was drauf zu talken und dann war der Akku leer. Jetzt ist der Akku gewechselt. Gestern war nicht so ein spektakulärer Tag. Ich habe gestern noch mit der Shalima die neue Podcast-Folge für heute Abend aufgenommen zum Thema Spiritualität. Und ich glaube, der kommt auch heute Abend online. Also wenn ihr das Video seht, ist er schon online. Also richtig gut. Und der Podcast mit der Agi ist auch online. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall was zu essen zaubern. Wir bekommen Besuch und ich mache jetzt so ein Hackbällchen-Reisgericht von der Kiki und nehme euch ein bisschen mit. So, ich bin gerade am Reel machen. Ihr seht das jetzt hier. Und zwar habe ich jetzt Hackfleisch, Zwiebel, Petersilie gefroren, weil ich habe jetzt keine frische da. 5 Esslöffel Paniermehl. Ein Ei, bisschen Paprika, bisschen Pulviber, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Das mache ich jetzt durcheinander und danach werden Hackfleischbällchen geformt. So, ihr seht jetzt forme ich Hackfleischbällchen, so mittlere Größe. Und die lege ich jetzt auch direkt auf das Backblech und danach kommen noch Kartoffeln mit dazu. So, die Hackfleischbällchen sind jetzt fertig auf dem Blech und jetzt kommen noch Kartoffeln dazu. So, jetzt habe ich die Kartoffeln geschält und jetzt schneide ich die mit so einem Wellenschneider klein. Also einfach so durchtrennen. Also hier, oh, man sieht gar nichts. Hier einfach, dann werden die so. Und Hackfleisch. So sieht jetzt das fertige Blech aus. Jetzt kommt noch Soße drüber. So, hier ist jetzt eine Soße hergestellt worden aus Öl, Paprikamark, Tomatenmark, Gemüsebrühe. Also meiner selbstgemachten Wasser und ein bisschen Sahne. Und das wird jetzt gleich über quasi die Kartoffeln und Hackbällchen gekippt.
Sieht dann so aus, kommt jetzt für 40 Minuten bei 220 Grad in den Ofen. So, ich habe jetzt hier noch türkischen Reis dazu gemacht. Das sind Cherry-Nudeln mit Reis, Wasser und Salz und ein bisschen Öl. So, einmal türkischer Reis und einmal die Hackbällchen mit Kartoffeln. Heute ist die kleine Peach zu Besuch da. Jetzt sind sie ganz ruhig und schnuffeln aneinander, aber es ging schon ganz schön wild her. Hey, Harrison. Peach. So, Kinder, erst wenn wir nichts Besseres zu tun haben, fahren wir bei bestem Wind und Wetter nach Laudern in die Werkstatt. Das Auto zieht rum, verliert Öl, warum auch immer. Ja, toi, 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 dass der Kollege jetzt erstmal drüber schaut und guckt, was es ist. Und dann eine Entscheidung getroffen wird, wann das Ganze dann, ich sag mal, das Loch gestopft wird, ne? Repariert wird dann. Auf der Fehlersuche. Ja, und die Vlogs gehen natürlich weiter. Kroatien Travel Vlog 3 vom letzten Jahr aus dem Juni geht online. Also rendert gerade. Heute Abend geht er noch online. Geht roundabout ein paar 30 Minuten dies, das. Und bin richtig froh, dass das jetzt erledigt ist, aber nach wie vor zwei Teile fehlen, Prag, Wien, jetzt auch noch Innsbruck und Salzburg, die da jetzt dazu gekommen sind in den letzten Tagen. Also es wird spannend, was ich hier heute noch so auf die Beine stelle.